Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Funtime Arena. Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinde ich mich wieder im Phantasialand. Und ich habe euch ja versprochen, wenn der afrikanische Themenbereich komplett fertig ist, dann gehe ich wieder in den Park und wir gehen zusammen eine Runde durch die Neuheit. Hier ist ja in den letzten Wochen und Monaten ein sehr schickes afrikanisches Dorf entstanden. Außerdem gibt es noch weitere Neuheiten, die jetzt im Sommer dazugekommen sind und die gibt es alle hier im Video. Deswegen würde ich sagen, Intro ab und dann gucken wir uns alles an. Bis gleich. Willkommen zurück im Video. Ja, wer meinen Kanal verfolgt hat, der weiß, dass ich hier diese Bauarbeit rund um die Black Mamba hier im Phantasialand begleitet habe. Denn hier am Fuße der Black Mamba ist in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich muss man schon sagen Jahre, was Neues entstanden. Letztes Jahr war die Neuheit ja hier der Adventure Trail. Und ja, neben diesem Adventure Trail ist jetzt hier ein neues afrikanisches Dorf entstanden. Man hat diese ganzen Wege hier etwas aufgehübscht und ich war vor ein paar Wochen hier und habe euch das hier gezeigt, denn das war der erste Zugang, den es halt hier gab. Verschiedene Häuser, die Afrika hier so ein bisschen lebhafter gemacht haben. Da gehen wir jetzt auch nochmal durch, aber es gab halt einen bestimmten Bereich, der noch nicht auf hatte. Da war man halt noch im Bau und den hat man halt nachgereicht. Und ich war vor ein paar Wochen erst hier und habe mir das angeguckt und habe gedacht, es dauert nicht mehr lange, bis hier dann halt der komplette Bereich und dieser komplette neue Rundgang aufmacht. Und tatsächlich, ich glaube 2 Wochen später war es dann soweit. Letzte Woche konnte ich leider nicht da sein, weil ich auf der Rheinkirmes war, aber jetzt bin ich hier und wir gehen halt einfach mal eine Runde und wir gucken uns das halt alles nochmal zusammen an. Wie gesagt, zu dem kompletten Bereich oder das, was bisher schon neu war und das, was ich euch präsentieren konnte, da gibt es schon ein Video. Deswegen gehen wir bei den Sachen jetzt nur mal ganz kurz durch, damit ich euch abhole. Ansonsten könnt ihr gerne nochmal das Video anklicken, was jetzt verlinkt ist. Da gehen wir nämlich hier in diese Bereiche nochmal komplett detailliert rein. Also hier, wie gesagt, das afrikanische Dorf. Man kann hier überall diese Türen halt reingehen. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel mal kurz rein. Und man findet hier dann halt immer kleine Wege und Möglichkeiten, auf die Black Mamba zu gucken. Tolle Fotospots. Und verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Details, die das Phantasialand hier bietet. Und da ist das Phantasialand ja wirklich mega stark drin, Sachen zu thematisieren. So, wir haben hier zum Beispiel auf der anderen Seite hier ein Telecenter. Ja, wie im letzten Video schon
erzählt, hat man hier auch noch was nachgerüstet, denn als ich zum ersten Mal hier war, in diesem afrikanischen Dorf, da gab es halt zwar hier diese Tische, aber es gab halt diese Telefone nicht. Und die klingeln auch ab und an und man kann ja auch dran gehen. Und dann hat man hier, wird gewählt und dann hört man auch zum Beispiel hier Affengeräusche, manchmal geht auch ein Mensch dran, manchmal ein Löwe. Richtig cool. Und ja, also so detailverliebt wie das, ihr hört es gerade, so detailverliebt wie das hier halt ist. Es ist halt auf der einen Seite, ist halt so ein Telecenter und auf der anderen Seite hat man hier so einen Textilshop gemacht. Überall ganz viele Details. Und ja, also in diesem Stil hat man dann halt den weiteren Rundgang auch thematisiert. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich gehe jetzt mit euch wirklich das allererste Mal gleich da durch. Ich würde sagen, let's go. Ja, ich nehme euch einfach direkt mit auf diesen Weg, damit wir halt diesen kompletten Rundgang jetzt auch mal erleben können. Ja, hier wie gesagt, das sind alles kleine Gänge, wo man halt Blick auf die Achterbahn hat. Hier auf der anderen Seite, ne, hat man diesen Shop. Da ist auch noch übrigens sehr viel nachgekommen, denn hier, man hat hier diesen Shop wieder neu befüllt. Da sind ganz viele Sachen halt reingekommen, die ihr hier seht. Also alles afrikanische Produkte, die man da halt sieht, die waren am Anfang auch nicht da. Und hier auch dieses Cola-Regal ist auch neu. Aber wie gesagt, das gibt es auch alles nochmal ausführlich in einem anderen Video. Und hier, da wo Coca halt ist, davor gab es noch eine Absperrung. Und diesen Weg, den konnte man nicht gehen. Also hier war eine Absperrung drin und der ist jetzt halt seit, ja, einer guten Woche auf. Und hier beginnt halt das praktisch, das Neue, was ich euch so noch nicht zeigen konnte. So, und am Anfang macht hier ein Friseursalon an der Seite. Hier kann man sich schön die Haare schneiden lassen. Richtig krass. Und auch hier sieht man halt wieder, wie lebhaft das Ganze ist. Man hört hier wieder Radio, so wie in dem Shop, aber hier hört man wirklich dann auch irgendwelche Durchsagen und nicht nur das, was man halt im normalen Bereich hier auch an Musik hört. Und ja, also ich finde das so krass. Guck mal an, was hier alles so die Schere, Kamm und weiß ich was alles. Das ist unfassbar. Und einfach so ein Handtuch. Ich mein, gut, das ist jetzt zwar so ein bisschen festgemacht, aber es ist trotzdem mega krass, wie viel Vertrauen man so in die Besucher halt hat. Weil man weiß ja eigentlich, es gibt ja nicht immer die normalen, vernünftigen Besucher, sondern auch halt Besucher, die halt gerne mal irgendwie was kaputt machen. Und auch hier diese Umhänge, all das, es gibt hier eine Kasse. Also es ist wirklich richtig krank, wie krass hier thematisiert ist. Und das ist halt einfach, und ich habe es in einem anderen Video auch gesagt, es ist ja nicht so, dass jetzt das hier irgendwie der Wartebereich von einer neuen Attraktion ist, sondern es ist einfach nur ja eine Aufhübschung von schon Existenten. So. Und dass man hier so viel Liebe reinsteckt und so viel Details reinsteckt, ist einfach mega krass. So, und hier gibt es halt auch nochmal eine Sightseeing-Map, die kriegt man, sieht man übrigens auch an verschiedenen Ecken. Da sieht man halt genau, wo man sich halt befindet. Es gibt hier auch die einzelnen Stationen halt hier, wo man dann halt auch irgendwas ja, sich angucken kann und so weiter. Was dann halt auch in diesen ganzen Shops oder in diesem Gebäude halt drin ist. Und ja, also hier sind wir gerade. Und das ist halt der Anfang zu der View Road, die jetzt praktisch neu aufgemacht hat. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir da direkt mal weiter rein und hin. Und auch hier natürlich wieder kann man durchgucken und auch die Black Mamba gucken, die hier sich dann halt auch wieder lang schlängelt. Wahnsinn einfach. Auch hier diese Lampen finde ich auch mehr. Also dieser Used Look überall, richtig gut. Und auch natürlich sowas. Sowas gibt es ja natürlich auch nicht irgendwie aus der Dose. Diese ganzen diesen Sounds und all das, das ist ja auch alles extra natürlich für Phantasialand erstellt worden. Und dass man sich bis ins kleinste Detail da solche Gedanken macht, finde ich super krass. Guck mal, allein hier die Schuhe, die da unten liegen. Sieht man die? Da. Wahnsinn. Ich würde sagen, es geht weiter. So, jetzt also raus, hinten aus diesem Friseursalon. Was auch neu ist generell, auch hinten im Bereich, man hat jetzt hier diese Schilder angebracht. Also die haben auch wirklich die einzelnen Gassen, haben jetzt auch einzelne Namen, Straßennamen. Und hier an dem Baum sind dann halt auch nochmal, man sieht es, so kleine Infoschilder angebracht, damit man weiß, wo man hin muss. Und das Heftige ist einfach hier. Wir gehen jetzt gleich mal durch. Das hier vorne ist jetzt dieser neue Zugang nach Berlin. Normalerweise, wer sich im Phantasialand auskennt, wisst ihr, man geht halt diese Treppen hoch, da am Haupteingang und konnte dann halt durch dieses Tor gehen, was dann halt praktisch, ja, hier vorne bei Coca, da kommt, kam man dann aus. Ich zeig's euch jetzt nochmal kurz. Hier steht Coca
Und hier durch dieses Tor ist man halt dann durchgegangen. Das Tor ist jetzt aber zu, denn das ist nicht mehr der normale Zugang. Jetzt hat man da diesen neuen Zugang gemacht. Und natürlich sollten dann halt alle da durchgehen. Und alleine, diese blaue Farbe von diesem Haus und auch dieser Youth-Look ist mega krass einfach. Wir gehen jetzt praktisch falsch rum. Ne? Hier steht Welcome to Africa, weil wir hier halt durchkommen. Wir können jetzt hier mal kurz durchgehen. Also das ist ja praktisch der falsche Gang praktisch. Also hier vorne ist Berlin. Ja, da sieht man ein Pferdekarussell so. Und hier ist dann praktisch der Ausgang vom Adventure Trail. Da kommt man halt raus. Und normalerweise ging man dann halt hier durch diese Tür und kam dann nur unten durch dieses Tor halt. Da hat man auch immer so ein bisschen Zugang oder man sah halt auch noch die Straße. Hier ist jetzt die Straße zum Mystery Parkplatz. Sieht man jetzt gar nicht mehr, denn das ist jetzt halt hier praktisch der neue Zugang. Hier diese Treppen halt runter. Da kann man halt auch noch seine Passports kriegen oder seine Passport überprüfen lassen. Da gibt es einen Schalter. Alles international, man sieht es hier auch mit den Flaggen. Richtig cool. Ja, auch hier natürlich wieder Themengegenstände, ne? Reisekoffer. Heute ist hier leider geschlossen, wie man sieht, aber auch hier mega krass. Wie schön. Und jetzt sieht man auch nichts mehr von, jetzt sieht man auch nichts mehr von der Straße, die hier unten drunter halt ist oder hier neben mir ist. Man ist jetzt komplett wieder in dieser Welt drin. Das ist einfach unglaublich schön. Ja, und dann geht man hier praktisch durch diesen Bereich halt durch und ist dann halt deep in Africa. Wie gesagt, da wird man hier auch begrüßt mit Welcome to Africa und dann geht man hier diese Stufen runter und dann ist man mittendrin und man ist halt praktisch schon in dem neuen Bereich des neuen Bereiches, weil das hier, wie gesagt, alles noch nicht auf hatte. Und wenn man hier praktisch durchguckt, dann hat man hier auch natürlich direkt wieder die Black Mamba. Man kann hier sofort drauf gucken, man kann auch hier gegenüber jetzt Besucher kommen, den praktisch winken, wenn die hier in den Bereich halt gehen von der Big Mamba, der Wartebereich, der hier, der hat gerade aufgemacht. Wir haben jetzt kurz nach 10 und die Leute strömen da jetzt praktisch rein. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall weiter und gucken uns halt diesen Bereich hier weiter an. Und ja, auch hier, man kann zwar in Bereiche halt reingucken, die man sich angucken soll, ne? Wie zum Beispiel hier Black Mamba, aber auf der anderen Seite, wo wie gesagt dann auch diese Straße ist, die ist dann halt komplett mit diesen Wänden zugemacht worden hier. Und man hat überhaupt gar kein Empfinden mehr, dass da halt, wie gesagt, ja, eine Straße halt ist. Hier kann man auch wieder reingehen, überall diese Hütten, die man ja schon aus diesem ersten Bereich kannte, der dann schon vorher aufgemacht hat. Und auch hier wieder ein total geiler Fotospot, um halt hier wieder auf den Bereich von der Black Mamba zu gucken, den man so überhaupt nie einsehen konnte. Weil dieser Bereich, wo wir hier standen, nie frei zugänglich war für ja, Besucher. Und jetzt ist es halt soweit. Und man kann hier praktisch weiter schön durchgehen. Gehen wir weiter. Und ich muss mal gucken, ob ich es eingefangen bekomme. Ich hatte ja damals schon gesagt, dass ich irgendwie ein bisschen Angst habe, wenn man hier so dicht praktisch an dieser Straße halt baut, dass man halt gegenüber sind ja diese Häuser, beziehungsweise ja, die Rückwände von den Häusern von Berlin. Und die waren natürlich auf Berlin thematisiert. Und wenn man jetzt hier halt guckt, dann denkt man halt einfach, also dahinter ist halt noch ein afrikanisches Dorf. Ihr seht hier oben das rausgucken, da hinten noch dieses Haus. Das sind halt diese Häuser von Berlin. Die sind oben thematisiert in afrikanisch und unten sind sie halt noch so, wie sie vorher waren. Aber man sieht es von hier gar nicht. Das ist total krass. Und damit hat man wieder dieses immersive Gefühl, dass man halt nicht nur so einen Weg hat, wo man durchgeht, sondern dass das halt auch noch viel weiter irgendwo hinten halt reingeht. Und dass es halt mehrere Ebenen gibt, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Da kommt man gar nicht hin. Aber das macht halt das Gefühl halt aus, dass man halt wieder sich so in so eine Welt verlieren kann, wie man es halt auch in Ruckburg halt hat. Ja, hier kann man auch mal gucken, hier diese ganzen thematischen Gegenstände. Man hat hier noch diesen Turm hier, da kann man nicht reingehen, aber auch der sieht wunderhübsch aus und sehr viel mit Pflanzen hier gemacht worden. Ihr seht hier diese ganze Begrünung, alles richtig schön geworden. Guckt euch hier diesen ganzen Gang an, es ist einfach mega gut. Und hier haben wir dann den VIR Drinks Shop. Also hier kann man dann wohl Getränke kaufen. Hier wird es wahrscheinlich dann einen Shop geben. Wahrscheinlich gibt es hier kalte Cola und Limo und Wasser zu kaufen. Wie ihr wahrscheinlich schon seht, es ist halt heute regnerisch. Ich wollte eigentlich schon eigentlich an einem anderen Tag kommen,
wenn es halt ja, schönes Wetter ist, weil ich glaube, dieser Bereich nochmal viel cooler rüberkommt, wenn halt wirklich die Sonne scheint mit diesen Sandfarben, ne? Und all das. Aber ich möchte halt so schnell wie möglich euch halt auch, wenn ich es euch schon verspreche, dann auch das Update hier zeigen. Also hier weiß ich jetzt noch gar nicht, ob da überhaupt was reinkommt. Ich denke mal schon, aber das wird noch nicht, entweder nicht fertig sein oder es ist genauso gewollt. Denn hier sind so Hölzer dran. Das ist auch nicht, was man einfach mal jetzt wegklappt, weil das ist hier wirklich vernagelt. Ich denke mal, dass hier vielleicht dann doch noch ein Shop halt kommt, weil hier gibt es halt schon auch eine Getränkekarte hier unten. Also ich denke mal, dass da noch was kommen wird. Aber ja, also ist da noch nicht komplett alles fertig. Der Rundgang ist fertig, aber zum Beispiel das hier noch nicht. Aber auch hier wieder, ihr müsst mal gucken, hier diese ganzen kleinen Gegenstände. Das macht das halt für mich halt aus, überall. Auch wenn das nur so ein paar Seile sind, die da oben runterhängen und all das. Das ist aber genau dieser Phantasialand-typische Stil. Man kann halt auch einfach hier irgendwas hinbauen und sagen, ja gut, komm, ja, habt ihr was zu trinken? Das ist nicht Phantasialand. Phantasialand denkt bis ins kleinste Detail halt nach. Und auch hier oben das Dach, mega gut. So, und dann hat man hier nochmal eine Sitzecke zum Verweilen. Wirklich alte Stühle und Tische, die halt schon so aussehen, als ob sie so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Auch so wild zusammengestellt irgendwie, ne? Mit den Farben und all das. Aber das ist halt mega, mega schön. So, dann haben wir hier auf der anderen Seite, können wir nochmal gucken, hier wo es halt diese Bar gibt. Die Seite haben wir uns ja noch gar nicht angeguckt. Hier gibt es auch so eine Art kleinen Wasserturm. Hier. Ja. Und auch hier ein paar Schilder wieder. Coca-Cola ist auf jeden Fall unser Haus, wie man es hier sieht. Und ja, auch hier alles. Und man hört auch diese Geräusche von diesen Affen und so. Und generell von den Tieren. Auch ganz cool. Und ja, das ist halt hier praktisch so ein bisschen der Abschluss. Das haben wir auch schon gesehen. Vor ein paar Wochen, als ich noch hier war, ich weiß ganz genau, es war der 1. Mai, da war das noch Rohbau. Da war noch nichts, da war da halt nur so ein Gerippe. Und jetzt ist es halt dieser Turm gewesen oder geworden. Genauso wie hier diese Dächer und das. Man konnte noch gar nicht erahnen, was da halt kommt. Diese Dächer habe ich vor ein paar Monaten auf dem Parkplatz, auf dem Hauptparkplatz, gegenüber vom Haupteingang gesehen. Und ja, da wusste man halt schon, gut, also die kommen auf jeden Fall hier irgendwo zum Einsatz. Und wenn man jetzt hier, das ist auch wieder eine ganz komplett neue View praktisch, wenn man jetzt hier diesen Weg lang geht, wenn man Glück hat, dann kommt da hinten am Berg, kommt da die Black Mamba einfach rumgeschossen. Und das sieht so aus, als ob da halt so hinten so Berge sind. Es ist einfach, es ist halt wieder so, weiß ich nicht. Es ist unfassbar, wie krass einfach dieser Bereich jetzt aussieht. Das ist halt wirklich wie Afrika. So, man kann nicht mehr rausgucken. Da hinten, klar, da hinten sind Bäume, die sind außerhalb vom Park. Aber auch das sieht halt so aus, als ob das halt irgendwie zu diesem Dschungel oder irgendwas gehört. Das ist einfach krank. So, und dann kommen wir jetzt hier nochmal, wie gesagt, zu diesem Turm. Hier hat man auch noch einen kleinen Balkon gemacht. Auch sehr cool. Ja, und hier ist dann praktisch der andere Zugang. Hier fängt dann von der anderen Seite halt dieser Rundgang halt an. Auch hier hat man am Eingang natürlich nochmal diese Sightseeing-Map, die wir uns eben schon mal geguckt haben. Natürlich hat sich dann hier auch geändert, die Position, wo wir sind. Und hier kommen wir dann praktisch aus, ja, bei Talukan. Also hier gegenüber ist Talukan. Hier war halt praktisch auch noch alles zu, ne, am Anfang. Als ich jetzt mal da war, war hier noch dieser Bauzaun. Jetzt kann man halt hier praktisch durch und auch von dieser Seite, ihr seht es hier, hat man hier auch Schilder angefertigt, auch man findet halt übrigens auch diesen Farben dann halt auch in diesem Bereich halt wieder. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen gucken, wie dann halt auch diese ganzen Stühle und Tische da halt sind, in welchen Farben, da sind das genau die Farben, die dann halt zum Beispiel auch diese Schilder halt haben. Und da wird es dann halt auch wieder rund, auch auf so kleine Details achtet dann halt der Park. Ja, hier sieht man halt nochmal dieses Haus an der Seite. Man muss halt ganz ehrlich sagen, da ist nichts drin, das ist wirklich nur Theming. Da kann man nicht reingucken, da ist auch nichts drin. Ich glaube, das hat noch nicht mal eine richtige Tür, ich weiß gar nicht. Aber hier sieht man das halt praktisch nochmal von der Seite. Ich bin jetzt hier auf der Brücke von Deep in Africa und jetzt kann man hier praktisch einmal komplett rumgehen. Und auch von dieser Seite sieht das halt schon richtig, richtig fett aus. Also ich bin maximal begeistert von diesem Themenbereich und was man hier geschafft hat, um einfach nochmal diesen Bereich aufzuhübschen. Ich sage das immer wieder. Es hat so gesehen eigentlich für den Park keinen Mehrwert. Ja? Es ist keine neue Attraktion hinzugekommen, es ist nur eine Aufhübschung. Und es gibt ja viele, die halt sagen, ja, also Phantasialand baut nichts mehr. Also es liegt nicht immer bei einem Freizeitpark immer nur darum, neue Attraktionen jedes Jahr rauszuhauen. Das kann man auch gar nicht. Aber in einen Park zu investieren,
und diese Qualität nochmal auf den nächsten Level zu holen und Bereiche dann nach Jahren, guck mal, wie lange, wann ist die Black Mamba hier eröffnet worden? Nach diesen ganzen Jahren dann nochmal hinzugehen und hier dann halt nochmal in einen Bereich, wo es eigentlich gar nicht nötig wäre, hier ist eine Tür übrigens von dem Turm, dann nochmal zu thematisieren und nochmal anzugehen, ist halt einfach, das ist genau das, wofür ich das Phantasialand liebe. Man ruht sich halt einfach nicht aus und denkt halt, ja, da und da kann man halt noch was tun, wäre halt ganz cool. Und dann macht man das halt einfach irgendwann und dann kommt man als Fan hier hin und denkt so, was zum Teufel, warum eigentlich, aber es ist so schön. Und das hier, ganz ehrlich, egal an welche Ecke man guckt, ich habe es damals in Ruckburg schon gesagt und hier auch, da muss man sich mit den großen Playern oder vor den großen Playern nicht zu verstecken, denn Disney kann das nicht besser, wenn sogar schlechter. Also, und man muss noch überlegen, wie klein in Anführungszeichen das Phantasialand von der Fläche ist und was man hier baut. Nennt mir bitte mal einen Park in der Nähe, der so auf Details setzt, wie hier das Phantasialand. Und komm mir bitte nicht mit dem Efteling. Efteling ist sehr schön in der Thematisierung, ganz klar. Aber dort sind halt immer nur die Rides und die Bereiche davor thematisiert. Aber es gibt so viele Flächen, die halt einfach nur Wege sind und Grünflächen sind und halt nicht so komplett durchthematisiert sind wie hier im Phantasialand. Es ist so. Auch im Europapark ist auch nicht immer überall alles thematisiert. So, ja, jetzt bin ich erstmal hier fertig mit diesem Rundgang und ich bin wirklich sehr geflasht. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall nochmal in aller Ruhe mir das Ganze nochmal angucken und dann geht es auf jeden Fall auch noch zu einer anderen Neuheit, die jetzt auch noch dazugekommen ist. Richtig, richtig krass, was da noch passiert ist. Und ich würde sagen, von da aus melde ich mich jetzt gleich. Leute, ich muss mich noch mal ganz kurz melden, weil ich bin ja gerade noch mal kurz rumgegangen und mache hier gerade noch ein paar Impressionen für dieses Video, was ihr gerade guckt. Und hier ist ja so Geräuschkulisse. Ich habe ja da eben so auch was gesagt. Man hört hier halt auch so Affen. Man hört aber auch so manchmal so ein bisschen Schießgeräusche. Und ich kann es jetzt nicht zu 100% halt sagen. Ich weiß auch nicht, ob ihr das genauso hört. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das schon mal gehört zu haben. Ich weiß nicht, ob es so ist. Allein dieser Affe. Aber ich meine, die Hollywood-Tour rauszuhören. Ich weiß es nicht ganz genau. Es wäre natürlich mega krass, wenn man da halt so Töne irgendwo nochmal so zweckentfremdet und hier nochmal so als Goodie halt nochmal nochmal so einsetzt. Ihr kennt ja wahrscheinlich noch die Szene mit Tarzan und den Schimpansen, die dann da halt Wasserski gefahren sind. Ich weiß es nicht ganz genau, aber es könnte sein, da steckt natürlich das Phantasialand und Herz wieder höher. Also so ein bisschen kommt mir das bekannt vor, ich weiß nicht. Kommt einfach mal nach hier und hört mal zu. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen Baller im Kopf, bin ich sowieso. Aber ich meine, ich höre da so ein bisschen Hollywood-Tour-Flair raus. Ich weiß es nicht. So, aber jetzt geht's wirklich zum nächsten Spot. So, liebe Leute, ich bin in Berlin angekommen und hier gibt's auch noch eine, relativ große Neuheit. Ich war ja in verschiedenen Videos ja schon zum Saisonstart und habe mir hier alles angeguckt. Und ihr wisst ja, dass hier diese Treppen und so in den letzten Jahren neu dazugekommen sind. Also dieser Aufgang ist halt neu. Und dazwischen wurde halt ein Haus gebaut und man wusste halt nie, was halt da reinkommt. Gut, es gab halt irgendwelche inoffiziellen Gerüchte. Viele haben vielleicht gesagt oder haben gedacht, dass da der Gästeservice eventuell reinkommt. Aber ein Gerücht hat sich die ganze Zeit schon gehalten und das ist es halt jetzt auch geworden. Und zwar, ja, es ist die größte Toilettenanlage hier im Phantasialand geworden. Ihr seht halt schon, ich habe das auch in dem letzten Vlog schon erklärt oder gesagt, dass da oben schon WC drauf stand. Aber stand über mein Haupt, das Video habe ich noch nicht geschnitten, deswegen könnt ihr das noch nie wissen. Es ist die größte Toilettenanlage hier im Phantasialand. Ich glaube, es sind über 40 Toiletten. Muss man ganz ehrlich sagen, hier in dem Bereich gab es nicht viele Toiletten. Es gab halt Toiletten unter den Linden, hier im Restaurant. Dann gab es halt vorne bei Törtchen und Co. gab es halt, ja, die nächsten Toiletten oder in Ruckburg. Und die Toiletten, die vielen immer so ein Dorn im Auge waren, das ist halt, wenn man hier durchgeht, durch Berlin halt durch. Und dann dahinter gab es halt rechts so eine Art Baucontainer.
als Hilfstoilette jahrelang im Fantasy-Bereich. Die sind jetzt weg, dafür habt ihr hier sehr viele Möglichkeiten, euch auszulassen. Ein paar Bilder davon zeige ich euch jetzt. Ich bin natürlich jetzt nicht im laufenden Betrieb reingegangen und habe jetzt auf den Toiletten selber da gefilmt, das tut man halt nicht. Aber es ist eine riesengroße Anlage. Und das Krasse ist halt einfach, ihr seht es jetzt eingeblendet, es sind halt ganz viele Plakate dort zu sehen. Viele Plakate, die halt auch Bezug natürlich auf Phantasialand haben, auf Alt-Berlin hier, diesen Themenbereich, auf zum Beispiel den Wintergarten, auf das Eiscafé und aber auch ein Plakat, was auf Vergangenes hindeutet. Und zwar gibt es da halt ein Plakat, was auf eine Reise nach Siantawa hindeutet. Und man sieht ein kleines Männchen unten, einen kleinen Außerirdischen. Ja, und wenn man genau hinguckt und ihr öfters mal in Phantasialand wart, auch in der Vergangenheit, dann wisst ihr halt, dass das Alex von Galax ist. Und Alex von Galax ist halt, ja, das Maskottchen von Galaxy gewesen. Und das findet ihr, wenn ihr hier reingeht in den Toiletten, auf der rechten Seite, wenn ihr zu den Männern halt geht, auf der rechten Seite komplett durch, in dem Gang, also noch gar nicht, wenn du wirklich auf der Toilette bist, sondern in dem Gang, gibt es halt so ein schwarz-weiß Poster, was halt ja so ein Hidden Feature ist zu Galaxy. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde es halt immer sehr spannend, wenn man halt mit so ganz kleinen Details halt arbeitet, die halt nur wirklich die richtigen Fans erkennen. Und wie gesagt, das ist jetzt glaube ich dann auch die letzte Neuheit für dieses Jahr. Ich finde es halt auch krass, dass man halt am Anfang der Saison Neuheiten präsentiert und dann halt, auch wenn es jetzt keine Attraktion ist, aber das ist auch Instandsetzung im Park, dass man da halt so eine riesengroße Toilette, mega sauber und natürlich auch wieder im Stil von Alt-Berlin hier. Also das macht auf jeden Fall schon richtig Sinn, dass man das hier auch aufgebaut hat. Und ja, wie gesagt, da könnt ihr jetzt euch erleichtern. Das war es aber auch jetzt in diesem Video mit den Neuheiten und ich denke, das war es auch erstmal mit den Neuheiten 2023. Auf jeden Fall das, was hier in der Sommersaison jetzt neu ist. Was im Winter neu sein wird, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich hoffe, das dauert auch noch ein bisschen. Lasst da auf jeden Fall schon mal ein Abo da. Denn ja, auch wenn natürlich dann der Winter wieder Einzug erhält und irgendwann hier mal der Wintertraum dann halt wieder startet, da gibt es natürlich auch wieder Neuheiten-Videos. Aber auch sonst Videos von Freizeitparks, von meinen Besuchen und von Kirmesplätzen. Deswegen Abo da lassen. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, falls euch dieses kleine Update gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, ich genieße jetzt noch diesen restlichen Tag hier im Phantasialand. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß hier bei YouTube. Bis zum nächsten hier bei der Phantom Arena. Macht's gut, tschüss.